noch gar nichts. Insofern sind wir ein bisschen verwöhnt. Aber das hört sich so an, als würden wir reingehen. Jawohl. Battlefield of Eternity is a two-lane battleground centered around the eternal conflict between two warring immortals. Take advantage of the four Merc camps located around the battleground to push out lanes while your team fights for supremacy at the center of the map. Success against the enemy immortal will reward your team with an immortal of your own that will push down a lane and help secure your victory. Es gibt keine guten StarCraft 2 Streams mehr? Monty, das ist deine Lücke. Ja, also es gab doch jetzt Release-Datum für StarCraft Remastered, ne? War das nicht Mitte August oder so? Da werde ich auf jeden Fall mal zwischendurch ein bisschen StarCraft anfassen müssen. Für die gute alte Zeit und so. Vielleicht mache ich da vorher schon mal ein bisschen StarCraft 2, einfach um wieder reinzukommen. Mal schauen. Das ist ja noch ein bisschen hin, ne? Bis in den August drin. Miezekotze, echt mal, bester StarCraft-Stream. Die kenne ich tatsächlich noch von Leipzig E-Sport-Events. Good old times. Ist gutes Dreamerino. Ich kann mir vorstellen, dass die übelst ausfallend ist, oder? Muss ich mir auf jeden Fall mal angucken. Okay, wir fokussieren uns wieder auf Heroes of the Storm. Wir sehen Battlefield of Eternity, Dignitas mit dem Genji-Bann. Auf der anderen Seite die Good Guys mit dem Tassala-Bann. Was ist denn hier los? Uta First Pick eingeleitet. Kein Maltael. Schade. Nicht ausfallend. Okay. Ich hab den Stream ja noch nie gesehen. Gibt's ein Vote? Vote machen wir gleich, wenn wir ein bisschen fortgeschritten sind im Draft, damit man realistisch über den Draft reden kann. Denkt ihr da sagen, ihr habt Maltael nicht. Maltael Aurel für Dignitas. Engelpower. Würde ich jetzt natürlich sehr hoffen, dass wir da noch Valla und Tyrael dazu sehen. Cho'Gall incoming. Da bin ich mir nicht so sicher, ob das realistisch ist. Maltael Aurel haben wir schon gesehen, ja. War letzte Runde ganz gut. Ich sollte vielleicht anfangen, Maltael zu spielen einfach, oder? In meiner Assassinen-Challenge. Ich habe halt immer das Gefühl, dass ich einfach nur Jaina picke und Maltael hart rasiere. Also vielleicht ein Tipp für die Good Guys. Einfach die Jaina mitzunehmen. Es gibt erstmal die Valla. Okay, das ist natürlich die beste Kombination für die Aurel, also die wegzunehmen ist sicherlich nicht blöde. Außerdem können die Good Guys natürlich damit eine eigene gute Doppel-Support-Composition damit zusammenbauen. Maltael Easy GM. Wird der genervt jetzt mit dem nächsten Patch? Nee, ne? Ah doch, der wird irgendwie genervt, ne? Ah, verdammt, schon wieder Chance verpasst. Muss ich auf einen neuen Held warten. Aber Gott sei Dank. Ah nee, Stukov kann ich nicht spielen. Ist kein Assassine. Nie Glück, indeed. Lunara, der Bann, macht natürlich auch viel Sinn. Damit hat die Cassia wahrscheinlich dann jetzt Dips. Oder gibt es vielleicht Greymane in Kombination mit der Aurie? Ich denke mal eher Cassia. Würde gegen die Valla auf jeden Fall auch zusätzlich noch Sinn machen. Man könnte aber auch für den Greymane argumentieren natürlich, dass er mehr Immortal Damage macht. Vielleicht Greymane Cassia und einfach einen Tank hinten raus, aber ich würde eher denken, dass wir Doppelsupport kriegen von Dignitas. Nie Warcraft Assassins. Hm.
Trall? Wieso denn Trall? Waller wegzupicken war auf jeden Fall schon mal unfair. Es muss trotzdem eigentlich den Tyrael geben für drei Engel für Dignitas. Diva Rega. Hm. Also damit haben wir natürlich den Cleanse-Heiler. Das sehe ich erstmal schon mal ein. Und Diva scheint broken. Den Eindruck hat man auf jeden Fall. Und die Good Guys haben es jetzt auf jeden Fall schwer, einfache Kills einzutüten. Das können wir schon mal festhalten. Vielleicht jetzt einfach mal, weißt du, konsequent sagen, komm, Zeratul Jaina. Zack. Sowas in der Art würde mir gut gefallen. Weil diese Doppelsupport, wir halten Malta-Hilfe immer am Leben, Geschichte. Die muss man halt ein bisschen mit Chaos kontern, glaube ich. Oder mit krasser Kontrolle. Und Chaos hat die Diva quasi weggepickt. Was macht sonst noch Chaos? Ein Alarak vielleicht? Auf Battlefield of Eternity auch immer eine Option. Oder krasse Early-Game-Überfahrt. Sylvanas und ein zweiter Tank. Und gib ihm. Das Ding war seit 13 Stunden am Lurken. Ne, der hat die Muckis gestellt. Hat er vorher schon erzählt. Das Ding, machst du denn jetzt eigentlich gleich noch Stream? Wir haben ein bisschen lang gebraucht, ne? Mit unserem HGC-Stream hier heute. Und es gibt Greyman Li Ming. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so schlecht. Also es ist halt nicht das volle Chaos, aber sie haben halt wirklich jetzt einfach ein Konzept. Ne? Sie sagen, okay, shit. Wir kommen da wahrscheinlich nicht so einfach durch. Und da brauchen wir halt mehr Firepower. Mehr Range Assassins. Ist natürlich immer krass risky. Triple Backline fühlt sich immer ein bisschen awkward an. Aber auf der anderen Seite gibt es keinen Tank. Insofern, ne, gibt es auch eine Upside auf jeden Fall. Kaldor ist auf jeden Fall amüsiert. Und auch wenn Maltael viel Damage am Immortal macht, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, in der Team Liquid-Serie. In Wirklichkeit macht er zwar viel Damage und auch so ungefährdet und so nebenbei haben wir von Darkmog sehr schön vorgeführt gekriegt, aber es ist natürlich nicht so, dass er schneller Damage macht, als das zum Beispiel Valar oder Greymane tun. Insofern Raids gewinnt auf jeden Fall immer TGG. Und das ist tatsächlich so eine Misconception, die die Leute auch immer über Lunara haben. Auf Battlefield of Eternity in der Hero League picken ja ganz viele Leute Lunara, weil sie das Gefühl haben, lol, da gibt es dieses Talent. Damit macht man mehr Damage am Immortal. Ist mega krass, kann man immer racen. Stimmt halt nicht, weil es ist halt so Giftschaden, der über die Zeit echt voll schnell Damage macht oder ganz schön viel Damage macht am Immortal. Aber es geht halt nicht schnell, sondern schnell geht mit Worgen Krallen auf den Immortal einschlagen. Ja, insofern mal schauen, ob die Good Guys hier einfach immer racen dürfen. Mir gefällt auf jeden Fall ihr Ansatz im Draft. Die Frage ist nur, hatten sie nach den ersten zwei Picks schon verloren? Ich habe vergessen, den Vote zu machen, sorry. Schaffen wir jetzt auch nicht mehr, ich bin Lappen. Tut mir leid, hallo. Wir müssen reingehen in die erste, in die vielleicht letzte Map. JPL auf der Diva, Mena auf dem Gul'dan, Celia mit dem Maltael, Rega gespielt von Bakery und Snitch auf der Aurea. Auf der anderen Seite die Good Guys mit Kronas auf dem Uta, BKB auf dem Anubarak, Say auf der Valar, Antihero mit Greymane und Red Boss auf der Li Ming. Boah, ich habe gar nicht gecheckt, wie ich bei der Rostapokalypse abgeschnitten habe in der ersten Woche. Ach so, shit, aber ich hatte ja Team Expert vier Leute gekauft. War richtig smart von mir. Und ich habe nichts ausgetauscht. Oh Mann, so ein Grief. Schon wieder eine Saison in der Rostapokalypse verschlafen. Nie Glück. Na gut, Celia tatsächlich auf die untere Lane hier geschickt. Da wird er nicht so viel Spaß haben gegen zwei Range Assassins, die ihm die ganze Zeit ins Gesicht ballern. Ja, Kronas holt sich aber erstmal das Mark ab. Das ist natürlich immer ganz gut für den Malta hier, wenn er zumindest dann die Mobility hat und ein bisschen Life Lead. Auf der Top Lane gibt es Greymane gegen Rega. Da gewinnt natürlich der Greymane erstmal, weil der Rega kommt sicherlich auch ganz gut zurecht. Ja, BKB macht das gut zusammen mit Raidboss. Dann kurz schon mal den Maltael. Der kriegt in der Zwischenzeit ein paar Kugeln ins Gesicht. Und eigentlich müssen die Good Guys hier erstmal gar nicht so viel machen. Können das erstmal ganz entspannt angehen. Okay. Aufpassen, dass er nicht zu viel Poke Damage kriegt. Auf der anderen Seite hat sich die Diva zurück teleportiert. JPL möchte da keine Free XP abgeben.
Und auf der Top-Lane muss sich der Greyman natürlich vorsehen, immer wenn der Maltail verschwindet. Aber da haben sie ihn gerade noch mal kurz gespottet. Aha, der Maltail doch nicht mit der Rotation nach oben. Alles klar. Alles im Griff. Und der erste Immortal spawnt. Weiterer Damage wird auf die Backline ausgeteilt. Sehe ja allerdings auch mit dem Counter-Engagement. Und wir sehen schon, der Maltail fühlt sich hier ziemlich mächtig mit Doppelsupport im Rücken. Auch wenn natürlich der eine Support momentan noch auf der Top-Lane ist. Immortal spawnt erstmal eher günstig für Team Dignitas, denn ich denke, die werden hier einfach so ein bisschen traden wollen. Auf der Top-Lane ist jetzt Maltail allerdings dran und Xayah stellt sich da entgegen. Wunders und Antihero. Wollen die wirklich tatsächlich einfach verteidigen? Das wundert mich ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass sie einfach mit drei Mann ordentlich Druck geben würden auf den Immortal mit ihren vielen Damage-Dealern. Denn aus meiner Sicht macht hier Racen einfach nur Sinn. Und tatsächlich gehen sie das jetzt auch wieder vermehrt an. JPL mit der Diva wird da nicht übermäßig viel machen können. Stun geht raus gegen die Aurel. Schade, hätten sie vielleicht JPL rausnehmen können, bevor der da seinen Mech hochjagen kann. Aber so oder so, der Immortal Race geht natürlich easy an die Good Guys. Man fragt sich so ein bisschen, warum der Greyman oben beim Maltail blieb, aber vielleicht war es auch richtig brillant. Vielleicht hat dadurch der Maltail nicht schneller Damage machen können, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall wird zu Ende geraced jetzt von den Good Guys und das sollte kein Problem sein. Wir sehen, dass auf jeden Fall Dignitas auch dicken Damage haben. Wie gesagt, der Rega ist auch ein guter Damage-Dealer gegen den Immortal. Der Maltail natürlich sowieso, aber die Good Guys haben einfach letztlich mehr. Wir sehen natürlich auch Kubild auf der Baller. Das wird schon konsequent verfolgt. Der Immortal geht tatsächlich auf die untere Lane. Nee, geht er wirklich? Tatsächlich auf die untere Lane. Ich hätte gedacht, dass da vorher schon Turmschaden gemacht worden wäre von Raid Boss und dass er deswegen nach oben ging. Aber nein, es geht tatsächlich auf die untere Wall. Der erste Tower wird direkt rausgenommen. Der zweite wird auch fallen. Brunnen sollte eigentlich auch down gehen. Und dann haben die Good Guys auf jeden Fall hier schon mal einen ersten zählbaren Erfolg eingetütet. Und ich denke mal, sie werden auch hier nicht groß was riskieren. Jawohl, da wird dann abgewunken und vielleicht dann im Hintergrund das Siege Camp gleich nochmal gemacht. XP-Lead, den sie dabei rausgeholt haben, ist jetzt nicht so phänomenal, wie wir feststellen. Oh, Seja wird da in Gelb gestunt und wird nochmal gestunt. Das muss eigentlich reichen. Die Damage-Dealer sollten da den Kill klar machen können. Seja geht nochmal rein. Bleibt tatsächlich am Leben. Ist das dein Ernst? Lächerlich, der Held. Sehr gut aufgepasst natürlich vom Rest von Team Dignitas, aber ich glaube auch, da wurden zwischendurch zwei, drei Auto-Tags verpasst. Und natürlich ist das dann auch ein bisschen das Problem des Kubels auf der Waller. Xayah hat dann natürlich nicht mehr übermäßig viel Potenzial, nachdem er da sein Q rausgeschossen hat, Schaden zu verteilen. Ja, Doppelsupport sagt man jetzt im ersten Moment, aber in Wirklichkeit ist ja ein Support auf der Top-Lane. Also hat mit Doppelsupport eigentlich erstmal nichts zu tun. Ich glaube, wahrscheinlich hat da JPL relativ viel Schaden abgefangen, aber vor allem kam auch einfach kein Schaden mehr an. Und das liegt natürlich daran, dass die Li Ming dann nicht mehr in Position ist, da irgendwie Damage durchzubringen. Es macht Seja natürlich auch gut mit dem Blink rein, verwirrt der Raid Boss da so ein bisschen. Und ich glaube auch, Anurak hatte keine Autotext mehr drauf. Die Valla mit dem Kubild macht da nicht so viel. Also es war schon sehr smart gespielt von Seja. Aber ich glaube, auf der anderen Seite war es auch Misplay von den Good Guys. Ich glaube, den Kill müssen sie schon klar machen, wenn sie da die Knöpfe richtig drücken. Und auf der Top sehen wir, das Bootercamp wurde schon geholt von den Good Guys. Das ist ein bisschen nicht normal, aber sie wollen invaden offenbar. Das wundert mich ein bisschen. Das ist nämlich auf jeden Fall ziemlich risky. Mit dem Call habe ich schon mehrere Spiele für meine Teams verloren. Und Bakery wartet, bis der Gegner das Camp geholt hat und geht dann drauf. Das scheint sich nicht richtig gelohnt zu haben. Und wir sehen, Immortal Damage wird erstmal nie ausgeteilt von ihnen. Da hätten sie lieber in der Mitte der Karte schon bereit gestanden, denke ich. Dann seid ihr allerdings Maltail noch am Auspushen auf seiner Lane. Und das bedeutet, erst die Immortal-Phase wird trotzdem gesichert von den Good Guys. Oh, nee, aber sie kriegen den Greyman gegen die Wand geschleudert. Anti-Hero, da hat er ein bisschen gepennt. Raid Boss allerdings, glaube ich, macht den Immortal unten jetzt klar. Wie viel Damage fehlt da noch? Ah, Raid Boss sogar nochmal, Quatsch, BKB sogar nochmal mit einem Stun. Der Käfer hat da den Unterschied gemacht. Könnte sein, tatsächlich. Und die erste Immortal-Phase wird gesichert. Unten muss eigentlich ausgepusht werden, aber die Zeit haben sie gar nicht, die Good Guys. Weil eigentlich müssen sie jetzt natürlich hier den Immortal sichern, solange sie hier die Chance haben. Drauf geht's auf Snitch und Diva E wird geforst und JPL steht da eigentlich richtig schlecht. Hätte da vielleicht sogar rausgenommen werden können, denn er stand von seinem Mech geblockt in einer blöden Situation. Unten ist Maltail dann Damage stehen. Insofern müssen natürlich jetzt die Good Guys wieder Druck machen gehen. Hinten drauf geht's auf den Gul'dan, wird geklänzt. Und von der Seite kommt Bakery mit dazu. JPL wird zwar aus seinem Mech geschossen, auf der anderen Seite ist die Valla down gegangen. Das darf natürlich nicht passieren, denn
Das ist natürlich der dickste Mord-Damage, den sie haben. Und sie sind eigentlich in einer Überzahlsituation. Malta ist allerdings mit dazugekommen. Insofern natürlich schon entschuldbar, dass das hier nicht so richtig funktioniert hat. Und sie haben natürlich XP auch gekriegt, indem sie da den Diva-Mech zerschossen haben. Aber das sieht nicht so aus, als könnten sie sich den Immortal sichern. Und JPL, der teilt das natürlich richtig aus mit der Diva. Macht richtig Spaß, das zu spielen. Kann ich mir richtig vorstellen, wie JPL da gerade das Leben genießt. Endlich mal Assassine. Aber jetzt wird er erwischt, möglicherweise. Jawohl. Schöne Stun-Kombo. Gut gewartet von BKB. Aber auf der anderen Seite Bakery. Ah, nee, nicht Bakery. Wer ist das auf der Aurel Snitch? Macht da das letzte bisschen Damage klar auf den Immortal. Und damit wird tatsächlich Dignitas hier mit einem kleinen Vorteil aus dem Early Game rausgehen. Denn mit dem Immortal werden sie natürlich ein bisschen früher Level 10 kriegen. Das ist schon schwierig dann für die Good Guys da wieder zurückzukommen. Die Frage ist dann, wie die Fights letztlich laufen für sie. Ich denke mal, es wird nicht leicht sein für Dignitas, ihre Leute am Leben zu halten gegen gute Cocoon-Engagements. Und sie haben auch keine guten Tools, letztlich den Cocoon aufzumachen. Insofern, da ist schon viel Potenzial für die Good Guys, denke ich. Aber die müssen natürlich jetzt erstmal auf Level 10 kommen. Und Malta hier spielt gerade die große Flanke. Malta El Diva Flanke. Das sieht eigentlich krass gefährlich aus, eigentlich für Dignitas eher. Mal schauen. JPL hat auch tatsächlich keine Mech-Explosion bereit. Muss also wirklich da vorsichtig sein. Aber Rückzug wird eingeleitet von den Good Guys. Sie nehmen aber einfach JPL raus aus dem Mech. Und der spielt auch wieder mit dem schlechten Ultimate. Ich raste aus. Also aus meiner Sicht müssen Good Guys hier gewinnen. Mit dem Diva Ultimate. Das kann ich nicht akzeptieren. Kann er natürlich tatsächlich wieder wenig machen für seine eigene Backline. Also wenn da hart reingefahren wird, erfolgreich, dann ist nicht viel zu machen. Aber wir haben es vorhin schon gesehen, Dignitas sind so diszipliniert dann im Disengage, dass es für die Good Guys trotzdem ganz, ganz schwierig ist, da irgendwie ranzukommen. Genug. Cocoon auf Malta, würde ich auch so sehen. Kannst du nicht viel gegen machen. Und auch sonst, glaube ich ehrlich gesagt, auch wenn Malta den Cocoon schnell aufmacht, glaube nicht, dass Malta da jemals Zeit zu hat. Mal schauen. Guter, gibt es eventuell Divine Storm? Ich kann es mir nicht vorstellen. Diva mit dem Mech geht nochmal, versucht nochmal hinten reinzugehen. Xay hat aber nicht viel Mana. Ich denke mal, der wird sich hier erstmal zurückziehen wollen. Bruiser Camp wäre jetzt ab für die Good Guys. Auf der anderen Seite könnte es ein bisschen zu spät sein sogar für Dignitas. Insofern eigentlich, glaube ich, attraktiv für die Good Guys, das Bruiser Camp zu holen. Nur müssen sie auch das Forward defenden. Xay hält nochmal ein bisschen gegen. Aber mit Doppelsupport ist natürlich da der Mech nicht so einfach klein zu kriegen. KB, das war ein äußerst unmotivierter Stun. Und das bedeutet, sie wollen das vor in Wirklichkeit aufgeben, werden das nicht weiterverfolgen. Der Toplane haben sie aber in der Zwischenzeit ein bisschen XP reingeholt. Insofern ist es wahrscheinlich nicht mal richtig worth für Team Dignitas. Nur, dass die natürlich dann mit dem nächsten Punisher direkt, mit dem nächsten Mortal natürlich direkt aufs Keep gingen. Big Shot OP. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist auf jeden Fall natürlich richtig, dass die Diva in der Pilotenform dann zwischendurch den Immortal auch übel weglotzen kann. Aber mal schauen, wie sich das hier weiterentwickelt. Dignitas direkt wieder in der Verteidigung. Malta soll derjenige sein, der Damage macht. Aber das kann er sich natürlich jetzt eigentlich nicht mehr so gut erlauben, wenn er da einfach engaged werden kann. Out of position am gegnerischen Immortal. Das ist mit Level 10 nochmal deutlich wahrscheinlicher geworden. Diva Mech wird erstmal geforst und es gibt tatsächlich Divine Storm auf Kronas Uta. Das ist natürlich mindestens riskant, denn seine Backline muss da jetzt auf jeden Fall gut auf sich selber aufpassen. Der Uta wird natürlich nicht übermäßig viel machen, aber es ist eigentlich auch genau das Richtige, denn natürlich wissen sie, gegen Doppelsupport, ganz klar, der Gegner wird es besser hinkriegen, am Leben zu bleiben. Insofern ist die logische Konsequenz, naja, müssen wir besser seinen Gegner umschießen. Und das kriegt man natürlich mit einem Stun-Ultimate besser hin. Also bin ich erstmal zufrieden mit der strategischen Auswahl. Und sie machen auch erstmal wieder ordentlich Druck auf den Immortal. Erst die Immortal-Phase geht an sie. BKB muss sich zurückziehen. Anti-Hero kommt da gerade nochmal so rechtzeitig raus. Verteilt nochmal guten Poke-Damage. Mech-Explosion, wie gesagt, war auch schon rausgenommen. Also viele kleine Vorteile für die Good Guys. Und der Immortal-Spawn ist jetzt auch noch günstig für sie. Da müssen wir jetzt eigentlich nur vorsichtig auf Distanz bleiben. Und ein bisschen besser die Stunts treffen. Mann, ey. BKB, da ging heute wirklich schon eine Menge daneben. Immortal Damage auf diese Stunts reinpoken, überhaupt kein Problem. JPL stirbt quasi mit. Insofern sehr gute Situation für die Good Guys.
Aber es trifft wirklich kein einziger Stun. Von der Seite kommt jetzt Malte mit der Flanke. Schöner 4. Oh, Xay hat da Probleme in der Backline und sie wollen einfach den Immortal umklatschen. Das gelingt, aber Greyman stirbt dafür. Seher wird rausgeholt aus dem Cocoon. Das hat ein bisschen gedauert, dadurch wahrscheinlich keine weiteren Kills. Aber ob sich das gelohnt hat, für die Good Guys da einfach auf den Immortal zu gehen, da bin ich mir nicht so sicher, ob das der richtige Call war. Denn das Late Game, glaube ich, sieht sehr gut aus für Dignitas. Ah, wobei Triple Damage Healer im Late Game natürlich übel ausrasten und man den Uta auch einfach hart reinfeeden lassen kann mit dem Redemption auf Level 20. Also da gibt es dann natürlich auch Potenzial für die Good Guys. Außerdem Rewind auf Manup. Natürlich sehr sick als Setup. Mehr Chancen, Stunts zu treffen. außerdem natürlich auf Level 16 tatsächlich wirklich ein wichtiges Upgrade für den Anubarak mit Epicenter. Stimmt, Antihiro war wahrscheinlich verwirrt, dass er kein Divine Shield kriegte. Völlig richtig. Aber ja, das Spiel völlig ausgeglichen jetzt nach dem Fight. Denn der Punisher, der Immortal, lenkt den Gegner lang genug ab, dass es wieder Weg gibt, für die Good Guys ein bisschen Druck auf die Wall zu machen. Und Dignitas sind da schon wieder zu langsam in der Rotation. Wollen da das Siege Camp noch rausmachen? Und da muss ich sagen, ist Raid Boss aus meiner Sicht einfach der bessere Shotcaller. Vorhin war es ein, zwei Mal zu gierig, aber also das war einfach genau der richtige Call. Da wissen sie, wo Dignitas sind, wissen, dass sie Zeit haben, da ein bisschen Druck zu machen. Aus meiner Sicht wieder ein bisschen zu gierig gespielt. Sie sollten da wahrscheinlich nur einen Tower rausnehmen und dann sich zurückziehen. Aber an sich die Rotation ist einfach überlegen gespielt und Dignitas, die rennen so ein bisschen hinterher. Ich glaube, da haben Good Guys eigentlich Potenzial, da den Gegner ordentlich auszuspielen und das gelingt auf jeden Fall in der Situation ganz gut, weil da unten die Keyboard aufgemacht zu haben, bedeutet natürlich Teamfight gewinnen, kann jetzt einfach direkt zum Sieg führen und Dignitas, die wollen jetzt ihrerseits Stress machen, weil der Greyman noch auf der Top-Lane ist, drauf geht's auf BKB, der muss aufpassen und E tatsächlich raus, finde ich ein bisschen zu defensiv gespielt, aber war schon okay, da kein unnötiges Risiko einzugehen. JPL, sehen wir, hat noch kein bisschen Explosion aufgebaut. Ist also momentan einfaches Futter für die Good Guys. Jene hält sie da nochmal in der Engstelle ein bisschen gefangen, aber Kronas dodgt. Aber Antihiro verfehlt das Cursed Bullet. Insofern muss man sich erstmal wieder zurückziehen. Denn ohne Cursed Bullet fighten, das ist natürlich nicht so attraktiv. Ich denke mal, Bruiser Camp könnte man sich jetzt ganz gut mal zwischendurch leisten. Spawn ist aber defensiv und insofern müssen sie natürlich ran an den Immortal. Dicker Damage gegen See. Ja, gut gemacht von Raid Boss. Schöne Flanke gesucht. Und BKB versucht das Engage zu finden und da kann er natürlich nichts dafür, ne? Dass der Disengage da von Dignitas im richtigen Moment erfolgt. Das ist einfach auch vernünftig gespielt natürlich von Dignitas. Das BKB versucht den Standard zu kriegen, völlig in Ordnung. Aber aus meiner Sicht jetzt ruhig kurz chillen und auf Cursed Bullet warten, sollte ich gerade sagen. Aber Cursed Bullet war schon wieder da. Antihiro gibt dem Mac nochmal kurz eine Klatsche. Und ich denke mal, JPL, der wird da nicht durchkommen, oder? Mit seiner Mac-Explosion. Ist das der Ernst? Kommt er da wirklich noch rein? Sieht er ganz danach aus. Es gibt aber einen schönen 4. Wieder die Flanke von Mene. Und Horrify sorgt für ein Engagement, das gar nicht so schlecht ausgeht für die Good Guys. Ich dachte tatsächlich, sie würden abgeräumt werden. Aber Pustekuchen, Raid Boss kriegt ein Reset nach dem anderen. Oben sehen wir noch den Cocoon gegen den Malta. Können sie vielleicht auch noch holen. Ah, BKB wollte lieber da unten noch Mene holen. Aber stattdessen geht es dann doch auf den Malta. Der könnte nämlich den Fighter tatsächlich nochmal turnen. Insofern ganz wichtig, dass sie da alle zusammen sind. Weil der Malta, der rastet jetzt richtig aus. Aber Dignitas haben den Fight verloren. Und die Good Guys sichern sich tatsächlich diese erste Immortal-Phase. Und dadurch, dass auf der anderen Seite der Respawn-Timer noch bei über 10 Sekunden ist, muss man sagen, höchstwahrscheinlich wird hier der Immortal eingetütet für die Good Guys. Und das könnte hier doch ganz ernsthaft ein 2:2 geben. Denn das ist jetzt auf jeden Fall schon ein klarer Vorteil. Und also ich glaube ernsthaft, diese Engagements, die werden noch sehr viel einfacher natürlich für die Good Guys, wenn sie auf dem Anubarak Level 16 haben und der einfach größeren AOE auf den Stunts hat. Das hier ist allerdings eine schlechte Idee von BKB. Der hätte sich lieber Mana holen sollen. Ja, jetzt steht er fest, shit, sind wir jetzt vielleicht, naja. Ich nehme hier einen Globe und wir können pushen oben. Auf geht's. Ja, Level 16 gleich erreicht natürlich für die Good Guys. Also perfektes Timing. Zusätzlich fast volle Schilder auf dem Immortal. Also das läuft jetzt für sie. Antihiro geht nochmal hinterher. Cursed Bullet diesmal ein bisschen aufgespart, ein bisschen spärlicher benutzt. Bruder Camps wurden tatsächlich beidseitig einfach weiterhin nicht gemacht. Ja, also diese Flanke von Mene, das ist so ein bisschen typisch für ihn. Versucht immer solo die Plays zu machen, sieht man ganz oft auch mit seiner Jaina. Und ich glaube, an sich ist das auch ziemlich gut, aber mit der Doppel-Support-Composition ist es natürlich gar nicht so attraktiv, das Chaos zu erzeugen. Weil weiter im Chaos wird wahrscheinlich natürlich
irgendwann immer auf beiden Seiten ein Kill möglich sein. Und das bedeutet dann Resets für Red Boss und er rastet aus. Und ich glaube, in der Situation hat tatsächlich auch Kronos gut gehandelt. Der blieb nämlich einfach im Gegner drinstehen und gab dicke Klebe mit dem Divine Storm. Aber gut, sehen wir vielleicht später nochmal im Replay. Erstmal sehen wir, dass das Keep rausgenommen wird. Und Dignitas stellen sich gar nicht so richtig entgegen, was die Good Guys dazu einlädt, sich rechtzeitig zurückzuziehen und kein Risiko einzugehen. Denn die sind mit dem Outcome hier absolut zufrieden. Den Tower hätten sie bestimmt gerne noch gehabt, aber letztlich ist natürlich nicht so wild. Tja, einen halb Level Vorsprung. Noch ein bisschen Map Pressure, der aufgebaut werden kann. Und Dignitas sind jetzt erstmal am Hinterherlaufen. Man sagt, dass Malte im Late Game erst so richtig ausrastet. Aber wenn natürlich Malteil immer im Cocoon dran ist, ist die Frage, ob das jemals relevant wird. Wir haben es gerade gesehen, als der Malteil dann 1 gegen 4 engagen konnte, sah es auf einmal gefährlich aus, nochmal kurz für die Good Guys. Also ich denke, das machen sie schon richtig mit dem Malteil immer im Cocoon. Benediction kommt jetzt noch mit dazu, als zusätzlicher Stun. Executioner auf dem Greyman macht den natürlich nochmal deutlich gefährlicher. Und wie gesagt, Epicenter auf dem Anubarak sollte die Engagement sehr viel einfacher machen. Also ich sehe hier viel Potenzial für die Good Guys. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie wieder das Bridger Camp invaden. Weil BKB hat immer so Lust auf solche Sachen. Und tatsächlich spielt er es safe. Also er ist einerseits da sogar, glaube ich, mit einer guten Mission unterwegs, indem er dafür sorgt, dass der Gegner dann doch das Router Camp früher holen muss, als dem Gegner recht wäre. Aber er bewahrt auch die Contenance und geht da nicht zu hart drauf. Und jetzt wird da oben die Falle gestellt. Da bin ich jetzt gespannt, weil irgendjemand muss oben auspushen. Das wissen natürlich jetzt auch Team Dignitas. Insofern denke ich mal, rechnen die damit? Rechnen sie wirklich damit? Jawohl, Seja checkt im letzten Moment, ob da jemand auf sie wartet. Und damit kommt Dignitas da mit der Rotation doch nochmal gerade so durch. Aber das bedeutet natürlich, dass die Map in Mitte den Good Guys gehört und mit ihrem dicken Immortal Damage sollten die damit jetzt erstmal einen kleinen Vorteil rausholen können. Es sei denn, der Spawn ist ungünstig. Oh Gott, und BKB läuft da direkt face first in 4 Gegner rein und kassiert erstmal. Aber JPL hat mehr kassiert. Anti-Hero mit dem Cursed Bullet bringt die Diva auf 50% AP. Und was sie auch erreicht haben natürlich mit dieser Nerverei ist, dass auf der Top-Lane die Katapulte die ganze Zeit auf Core gehen. Und damit müssen sich natürlich Dignitas irgendwann früher oder später beschäftigen. Unten wird engaged, sehen wir leider nicht. Die war... Na, sie haben die Liming rausgenommen. Das ist natürlich... Blizzard, please. Oh, Divine Storm. Oh, da kriegen sie niemals, wollte sagen, den Malta herausgenommen. JPL soll gekillt werden, wird aber geklänzt. Gute Arbeit von den Supportern auf Seiten von Team Dignitas. Und die Good Guys verlieren 2 Leute und verlieren wahrscheinlich diesen Immortal. Mal schauen, ob sie da nochmal timingmäßig rankommen, weil sie können natürlich jetzt durchaus ganz gut Damage machen noch mit Greymane Waller auf den anderen Immortal, sodass sie Erase-technisch zumindest noch rankommen könnten. Aber nein, der Anubarak ist nach 40 Sekunden tot. Das ist nicht zu wollen. Was natürlich ganz interessant ist, dass immer möglich wäre, auf den Core zu gehen mit 3 sicken Range-Damage-Dealern und dem Divine Storm-Uter, der sich einfach vorne reinwerfen kann gegen die anrückenden Gegner. Da könnte man natürlich theoretisch immer einen Core-Call machen. Und das hier ist ein Immortal mit vollen Schilden. Da kann man tatsächlich drüber diskutieren. Der wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass Dignitas hier XP-technisch ausgleichen können. Ultimate Cooldowns sind auf beiden Seiten alle bereit, bis auf das Ancestral. Das wird zu spät kommen für Dignitas. Und die Good Guys werden das einfach defenden. Die haben natürlich einfach keinen Grund hier zu sagen, ah, vielleicht wird's knapp. Lass lieber kein Risiko eingehen und so. Und ich denke, die Good Guys, wenn sie den Fight ein bisschen besser nehmen und Red Boss nicht einfach vor alleine gestorben ist, dann könnte auch auf jeden Fall einiges gehen. Switch in der Wegner hat ganz gut Schaden gefressen und der Poke-Damage gegen den Immortal, der ist natürlich auch ziemlich gut mit Li Ming, Waller und Greymane. Wir sehen es, der Immortal verliert alle Schilde immerhin vor dem Keep. Wird das Keep aber natürlich trotzdem rausnehmen können, aber mehr Druck auf den Core wird es dann wahrscheinlich trotzdem nicht geben. Mal schauen, ob Dignitas so vernünftig sind wie die Good Guys oder ob sie hier noch ein bisschen mehr wollen. Aber wie gesagt, das Keep, das ist jetzt schon tot und sie machen noch mehr. Und das ist tatsächlich ganz schön risky. Wundert mich, dass Dignitas das Risiko eingehen. Risiko allerdings vor allem momentan auf Seiten von Anti-Hero. Der wird aber nochmal rausgestunt davon. Kronos, der passt gut auf seinen Mann auf. Und BKB könnte jetzt engagen aus meiner Sicht mit dem Cocoon. Denn in der eigenen Base ist da so großes Risiko. Ich glaube eigentlich nicht tatsächlich. Aber sie behalten alle Cooldowns drin, gehen kein Risiko ein. Wären den Immortal ab und sind gleich sogar ein bisschen schneller Level 20 als der Gegner. Bruiser Camp auch gespawnt. Auf der anderen Seite gibt es das Siege Camp
Oh, und das soll invaded werden. In der Engstelle fighten. Glaube, richtig scheiß Call. Und das wird jetzt auch bei den Good Guys gecallt. In der Engstelle gegen den Gul'dan. Ne, das musste nicht haben. Und gegen den Maltail oben drauf schon gar nicht. Stattdessen gibt es das Bruiser Camp. Und in der Position zu fighten, das ist auch wieder viel interessanter für die Good Guys. Boah, selbst das wollen sie nicht. Hm. Also die scheinen sehr fest an die Late Game zu glauben, könnte man da rausholen. Weil in dem Moment, wo sie das Bruiser Camp abgeben, ist es natürlich nicht mehr so, dass sie früher Level 20 kriegen als der Gegner. Und wenn wir jetzt nochmal zurückspulen und überlegen, wenn sie den Invade nicht überlegt hätten auf die Siege Camp, hätten natürlich das Bruiser Camp in Zeit gehabt, hätten Level 20 eingetütet und hätten dann Dignitas unter Druck setzen können. So sind es jetzt Dignitas, die so ein paar Daumenschrauben ansetzen können. Die holen nämlich den Map Pressure mit dem Siege Camp unten und dem Bruiser Camp auf ihrer. Das ist auch untere Lane, ne? Wo das Bruiser Camp pusht. Heißt also, die Good Guys haben noch ein paar Aufgaben vor der Brust, um die sie sich kümmern müssen. Das ist ein bisschen ärgerlich immer. Aber sie haben immerhin oben ihre Katapulte näher an den gegnerischen Chor rangebracht. Also zumindest da haben sie ein bisschen was für sich laufen. Aber ja, das Bruiser Camp, darum müssen sie sich noch kümmern. Aber aus irgendwelchen Gründen holen das Dignitas ein bisschen früher, als nötig gewesen wäre. Oh, die Falle steht aber. BKB, da läufst du jetzt nicht rein. Die Falle habt ihr vor 10 Sekunden selber gestellt. Das kann mir keiner erzählen, dass die jetzt da so blauäugig hindümpeln. Und in dem Moment, wo sie jetzt natürlich mitkriegen, naja, da ist jetzt keiner und befindet das Bruiser Camp, dann ist auch klar, dass da die Falle steht. Insofern natürlich jetzt keiner mehr in Gefahr. Seelia wird jetzt engaged, kriegt Stun Combo und stirbt instant. Maltail broken im Late Game, dass ich nicht lache. Zumindest sieht es erstmal so aus. Der Cocoon in der Backline. Die Frage ist, was kann JPL machen mit der Diva? Glaube nicht allzu viel tatsächlich. Hat keine Explosion mehr. Gul'dan soll rausgenommen werden. Kriegt er. Oh, kriegt nochmal ein schönes Schild. Aber geht trotzdem down. Hinterher geht's der Bakery. Der wird nochmal mit dem Leeming Ultimate ein bisschen aufgehalten. Im Hintergrund. Seja ist einfach respawned. Richtiger Cheat. Vom Maltail ist wieder mit im Fight drin. Aber in der Zwischenzeit wurde schnell alles abgeräumt und alles stirbt. Außer dem Maltail. Der kriegt immerhin noch den Kill gegen den Uta. Aber der respawnt. Und das bedeutet, wir sehen tatsächlich eine fünfte Map. Denn die Good Guys, die gehen jetzt einfach auf Core. Und ich glaube nicht, dass Maltail das alleine halten kann. Der mag stark sein im Late Game. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Mal schauen. Cocoon in 20 Sekunden wieder ab. Das ist sicherlich zu lange hin. Es könnte draufgehen, einfach auf Snitch. Oh Gott, das ist viel knapper, als ich dachte tatsächlich. Raid Boss hat keinen Mana. Kronas versucht da Anti-Hero am Leben zu halten. Das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig. Anti-Hero ist der einzige richtige Damage-Dealer hier. Und es reicht tatsächlich relativ knapp am Ende. Der Maltail hat auf jeden Fall Word gemacht. Aber es gibt das 2:2. Und wir sehen tatsächlich Map Nummer 5 zwischen den Good Guys und Dignitas. Und ich glaube, damit hatte kaum jemand gerechnet tatsächlich. Und das war auch strategisch sehr diszipliniert gespielt. Also die Good Guys haben am Ende gesagt, nee, also im Late Game gewinnen wir total easy. Also wir töten einfach den Maltail. Also es ist easy für uns. Und ja, tatsächlich muss man sagen, das war dann auch am Ende wirklich sehr schön gemacht. Das entscheidende Engagement ist dann eben doch von BKB. Und also ich schäme mich nicht dafür, ihn kritisiert zu haben für diese etwas halbgaren Engagements zwischendurch, aber da am Ende macht er dann auf jeden Fall das entscheidende Play. Wir machen eine kurze Pause.